Der SV Waldhof Mannheim trifft am kommenden Montag im Karl-Benz-Stadion auf den MSV Duisburg. Wir haben uns vor der Partie mit Fridolin Wagner über seinen Doppelpack gegen den VfL Osnabrück und die aktuelle Trainingswoche unterhalten. Fridolin, am Samstag 1:2 in Osnabrück gewonnen. Was konntet ihr aus dem Spiel mit in die Trainingswoche nehmen? Erstmal ein gutes Gefühl, weil wir gewonnen haben. Und alles natürlich positiver, wenn man gewinnt. Und von daher war es einfach das gute Gefühl, was wir jetzt mitnehmen konnten. Ja, du persönlich mit zwei Treffern im Spiel, du warst der Matchwinner. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Vor allem das zweite Tor war ja kein normales Tor, war ja auch ein besonderes Tor. Ja, ich glaube für mich lief es an dem Tag ganz gut. Freut mich einfach, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Die Stimmung war natürlich auch gut auf das Haus und von daher war es ein Tag für uns als Mannschaft und auch für mich. Es war natürlich auch besonders, mein Doppelpack zu machen. Für dich war es ja auch ein Spiel, normal, du hast so eine andere Position gespielt. Normalerweise spielst du eine Reihe weiter hinten. Jetzt bist du weiter vorne mit angelaufen, so ein bisschen auf der Spielmacherposition. Was für einen Unterschied machen die Positionen für dich aus? Ja, erstmal, dass ich natürlich näher am Gegner bin. Das bedeutet, dass die Aufgaben sich auch ein bisschen verschieben, dass man halt viel die letzten paar spielt, beziehungsweise halt dann auch in die Abschlussaktion kommt. Und ansonsten ist das Anlaufverhalten natürlich auch ein bisschen anders. Ist natürlich vorne noch mal einen Tick intensiver, weil man halt jedes Mal die Innenverteidiger anlaufen muss. Und ansonsten ist es ja trotzdem Fußball und von daher, ja. Am Montag wartet jetzt das Heimspiel gegen den MSV Duisburg auf uns. Im Hinspiel haben wir 1:3 gewonnen, du bist halt eingewechselt worden. Was kannst du noch aus dem Hinspiel, was kann man da mitnehmen, auch in die Partie jetzt nochmal daheim gegen Duisburg, die immer noch im Abstiegskampf sind? Ich glaube, in Duisburg, das war ein schwieriges Spiel. Wir haben wirklich die ersten 20 Minuten, glaube ich, 2 Tore gemacht. Und dann sind wir ein bisschen ins Schrauchen geraten, aber haben dann 3:1 gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und von daher war ein sehr kampfbetontes Spiel. Und ich glaube, auch Duisburg will jetzt nach der letzten Partie eine Reaktion zeigen. Und wie gesagt, sie brauchen auch die Punkte. Und deswegen wird uns wahrscheinlich ein Gegner erwarten, der vor allem kompakt und eng verteidigen wird und wo wir dann quasi Lösungen finden müssen mit dem Ball. Wir haben jetzt noch 3 Ligaspiele und ein Pokalspiel zum Abschluss. Worauf wird es in den verbleibenden Partien drauf ankommen? Ja, wie immer, dass wir halt unsere Leistung bringen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, dann haben wir in jedem Spiel eine gute Chance zu gewinnen. Und dass wir einfach jetzt quasi die letzten Wochen nochmal durchziehen und probieren, das Optimum und das Maximale herauszuholen. Und zum Abschluss heute im Training haben wir am Ende gesehen, du hast die Torwarthandschuhe angezogen. Ja, war eine schlechte Idee. Also, war eine schlechte Idee? Ja, so sollte ich nicht gehen. Also da mache ich keine gute Figur. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe.